So, und wie ihr es auch hier im Stream gewohnt seid, die 1-0 für Mousesports werden wir natürlich erst nach der Ninth Round eintragen. Denn dann wissen wir, auf welcher Seite gespielt wird. Genau. Ansonsten müssen wir das ja auch die ganze Zeit hin und her wechseln. Deshalb schauen wir jetzt hier auf die Ninth Round. Und danach ist alles aktualisiert. So, und die sieht wieder gut aus für Virtus. So, aber Alu und Legia, beide noch mit 100. Oh, aber verneift. Oh, Legia da Legia kein Hit gesetzt. Nee. Und Alu auch nicht. Also Mousesports ist ja fast so stark wie wir in der Knife Round gestern. Etwas stärker würde ich jetzt. Ey, das war ein Skandal, Mann. So, und Virtus bleibt auf der CT-Seite stehen. Wir möchten natürlich direkt wieder dem Ace von Legia entgehen. Wie zum Beispiel auf der Gfinity LAN. Ja, das war ein One-Hit-Wonder. Ja, wahrscheinlich. Ein One-Five-Hit-Wonder. Hehe. Craft, craft. So, aber wir gehen in die Knife Round. Quatsch, in die Pistol Round. Und ja, sie spielen nicht unsere Pistol hier. Langsamer Aufbau, sehr, sehr langsam. Ich meine, die hätte fast geklappt gestern, die Pistol von uns. Ja. Wäre da nicht Bim Bim gewesen. Bim Bim hat Bim Bim in unserem Kopf gemacht. Drei One-Shots gibt er uns. So, die Mitte komplett offen gelassen bei Virtus. Aber man spottet, zumindest Zar spottet Richtung Kurz, da ist aber gesmoked. Und jetzt geht es CT-Base rein. Da ist Pascha. Den ersten, mach den zweiten, super Shot von ihm. Mit der P2000, was ist denn da los? So, jetzt geht's auf den B raus, da ist Leo. Und Chris J auch die Hits bekommen, ja. Flawless Round bei Virtus. Die sah easy aus. So sah es ja bei uns gestern auch aus, ab und zu. Aber nicht in der Piste. Nee. So, und Virtus da mal direkt vorgelegt. Mousesports, wieder kein Force bei. Also vielleicht ein neuer Trend hier bei den Jungs von Maus. Vielleicht wissen die ja schon mehr. So, jetzt wird Pascha auf jeden Fall übergast. Das rechnet auch nicht so schnell mit. Wird auch geholt und jetzt Pascha. Pascha kriegt auch den Headshot, aber er setzt hier noch ein paar Hits und damit ist nur noch Alu. Ja, und der guckt kurz, dann kommt CT Mitte, dann guckt der CT Mitte und dann schießt kurz. Also, so einfach geht es. 2-0 Virtus. Runde da gut über die Zeit gebracht. Ja, noch eine Sparrunde beim Mousesports. Wie vorhin auf Mirage. So, und es geht wieder über Mitte. Wieder wird hier geboostet. Pascha hat es auf jeden Fall wieder gesehen. Kriegt jetzt aber auch wieder die Shots in der Mitte. Wie schon auf Mirage da im Döner. Deckt er auch hier die Mitte. Ja. Und schöner Flash jetzt. Kann ich erst machen. Nochmal Hits gesetzt. So, Snacks fällt, aber Test ist auf jeden Fall da. Und der lässt hier nichts mehr anbrennen. Jetzt mal gucken, dass er noch auf die... Nein, kommt nicht mehr an die M4 ran. Aber das 3-0 bei Virtus steht und Mousesports ohne AWP ins Rennen. Chris J hätte da eine kaufen können. Aber man möchte hier erstmal ohne AWP spielen. Dafür Pascha jetzt auf Seiten von Virtus mit der AWP. Und er geht diesmal nicht Mitte. Mitte lassen sie komplett offen diesmal. Nur Taz von der über kurz dort guckt. So, und jetzt Tapsen über Schacht. Setzt da gute Hits an Neo, kann ihn aber nicht machen. 15 AP und Tapse geht dann auch down. Das war nicht gut gerade. Dafür Chris J mit der Nate dann gegen Neo. Und Snacks vom Spot aus. Ganz souverän dort. Und Tars von Cat oben. Legia. Auch sofort den Headshot. Und mit Tars hinter ihm rechnet er überhaupt nicht. Runde sah gar nicht so schlecht aus, aber dann Snacks und Tars mit den Frags. 4-0 damit. Für
für das polnische Team. So, jetzt geht es schnell Richtung A beim Ausbord. Und da ist Bialy momentan alleine gelassen. Tess kommt jetzt von kurz. Jetzt hat er was gesehen. Setzt die Hits, Bialy den Frag und... Schade. Legia wollte da in die Ecke rein und verrät somit die Pose von seinem Mate. Ja. Und der ist einfach nur reingesprayt. So, 5:0. Und da es eben mit 5 Akas nicht geklappt hat, geht man jetzt auf die Doppel-AWP bei Maus. Und mal schauen, was man nun vorhat. Gucken, ob es wieder den Booster vom... Jetzt blockt man die Mitte mit 3 Leuten bei Virtus. 4 Leute sogar. B ist komplett offen gelassen. Ja. Nur und jetzt wird auch geschoben. Genau. Wo ämt Aluna hin? Weiß nur er gerade. Wartet da ganz oben einer auf der Kiste. Hallo, jetzt nochmal Mitte geboostet. Und Mitte wieder komplett offen gelassen gerade bei Virtus. Nur am Anfang geblockt. Jetzt Kerrigan, Legia mit dem Fake bisschen. Aber Virtus versteht überhaupt nicht, bleiben komplett am B mit ihren beiden Spielern. Und es dauert auch schon wieder alles ein bisschen zu lange. Es dauert alles zu lange da am A. Somit wissen sie, dass jetzt B sein soll. Ja, und Leo fällt auch direkt. So, jetzt kommt's auf Snacks an. So, kann das wie Simon spielen. Macht den ersten. Chris J. Macht den zweiten. Und jetzt ist Pascha da, 10 Sekunden, Bombe liegt komplett offen und Mausbots bleibt da defensiv. Eine Runde gibt man auf jeden Fall Virtus, bringt aber die 3 Waffen über die Zeit, da wird ihnen auch nichts mehr passieren. So, und Tubson, Chris J können auf jeden Fall legen, beziehungsweise kaufen. So, und sehr schnell, sehr hohe Führung für Virtus, 6:0. So, das raff ich jetzt gerade nicht. Warum Chris J da nicht auf eine Waffe gegangen ist. Wahrscheinlich, weil er. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, also Geld kann gerade nicht das Argument sein. Also entweder rechnet er damit, dass er gleich hier eine Waffe irgendwie picken kann. Oder weil er nächste Runde weniger Geld bekommt. Und aufgrund dessen, aber Tubson hat er auch komplett runtergekauft. Gut, aber der, naja. So, relativ weit schon vorne in der Mitte jetzt. Da steht wieder Pascha hinter der Smoke. So, Tess hat auf jeden Fall Fokus auf kurz. Jetzt muss Kerrigan eine Flash bekommen. Man steht da sehr gut, so ein Pascha. Jetzt kommt die Flash rein. Schöne Flash dort. Kerrigan holt ihn auch. Ja, gut gespielt vom Mausbot. Jetzt kann der B-Spit kommen, aber Snax ist schon da. Jetzt ist Neo wieder am Spot. Und er erwartet keinen Linkshot. Sehr gut gemoved. Sehr, sehr gut gemoved. Ja, die Runde sieht nicht schlecht aus. Tubs ist wachsam. Der springt ihm da genau vors Gesicht. Und damit Bialy im 1-4. Schöne Flash von Chris wieder. Starke Runde. Und Chris J, der eigentlich hier überhaupt nichts gekauft hat. Ja. Ja, und jetzt Kerrigan kriegt auch die Waffe gelegt. Chris J geht auf Ave wieder. Und bei Virtus reicht es hier auch nochmal geldtechnisch, um komplett gegen zu kaufen. Pascha unter anderem auch mit der Ave.
Neum-Schachtgang. Ascha geholt worden von Alu und er weiß vielleicht, dass da noch einer drin ist. Hat auf jeden Fall noch keinen Fokus drauf. Und Maus schiebt aber in Richtung A-Spot. Bombe kommt dazu und das kann hier vielleicht jetzt die Runde gefährlich machen. Keiner schaut ins Eck. Kerrigan. Chris hätte es gescheckt, aber war nur an zweiter Position. Ja, und wird auch noch geholt. So, dafür Alu, aber mit Alu dem Frag. Ist wieder da. So, und Snacks abgesmoked. Und Tapsen hat dann noch eine richtig gute Pause. Neo kommt von hinten. Tapsen kann komplett ansagen, dass nichts über kurz kommt auf jeden Fall. So, und jetzt weiß Alu Bescheid. Main wird gleich kommen. Und er kriegt den Frag. Snacks währenddessen schon im Spot durch. Und Lega, pass auf. Zwei schöne Runden jetzt vom Mausboss. Ja. Sehr schön gespielt, gute Ansagen, gute Decisions auch. Und die Runde geht auf jeden Fall mit an Alu, der da sehr, sehr starke AWP-Shots gedrückt hat gerade. So, und damit die Eco bei Virtus. Nur Snacks mit der Scout. Pascha hat da auf jeden Fall viel gehört in der Mitte. Und Alu erwartet ihn nicht in der Mitte und Pascha ist schon offensiv dort. Ist in der Mitte drinne, könnte direkt schon A schießen, weil er wird jetzt angesagt, dass Main was schießt. Und Alu schaut nach hinten, ja, er hat den Fokus. Macht ihn auf, schön voll aufgepasst von Alu. Hat trotzdem drei Leute von Virtus am A-Spot. Aber Tess kann auch keinen machen. Und Neo noch. Und jetzt ist der Server hier am Arsch. So sieht es zumindest aus. So, aber die Runde sah auf jeden Fall gut aus für Maus. Das müsste die dritte Runde sein. Und nun heißt es erstmal warten. Also scheint auf jeden Fall am Server zu liegen und nicht an den Spielern. Hoffen wir es zumindest. Und gucken wir mal. Also Server ist auf jeden Fall noch nicht da. Ja, und gerade im Kopf denke ich noch, bisher kein DDoS. Ja, sah gut aus bisher. Ja. Also, DDoS. Natürlich, und jetzt geht es erstmal darum, dann wahrscheinlich einen neuen Server zu finden. Ja. Und ja, zu warten, bis wir. Also der erste Spieler ist rausgeflogen und dann Server Crash. Obwohl es eigentlich gerade gut lief für die Jungs von Virtus. Ja. Die ja auch auf CSGO Launch eine hohe Quote hatten, ne? Ja. Also, ja. Das natürlich ärgerlich, aber erstmal nichts, was wir gerade ändern können. Von daher heißt es für uns erstmal kurz zu warten, bis wir eine neue IP haben und da neue Infos haben. Und dann melden wir uns natürlich zurück. Solange machen wir nochmal einen ganz kurzen Break. Vielleicht dauert es nicht ganz so lange und wir können hier gleich in die nächste Runde gehen. Aber die Runde sah gerade gut aus für die Jungs von Maus auf jeden Fall. Und damit müsste es dann 6-3 stehen. Ja. Und ja, also wir machen ganz kurz Break, sind gleich zurück mit DE Cash und der zweiten Map.